Hallo und herzlich willkommen, hier ist Inge wieder bei der Nerdgemeinde. Beim zweiten Teil. Ja, beim zweiten Teil. Inzwischen sind wir nämlich einmal fertig inzwischen. Ich habe es inzwischen gesagt. Ich sage es noch ein paar Mal. Inzwischen. Ja, das liegt daran, dass wir bei der ersten Aufnahme gemerkt haben, Chelsea, das hat nicht aufgenommen. 42 Minuten. Jetzt haben wir erstmal 14 Minuten fehlen, 42 oder so. Und jetzt haben wir uns gedacht, spielen wir erstmal fertig und machen das hier vom Anfang an nochmal. Ab! Wie ging nochmal Stibell? Aber ich! Ich hab noch ein Pokémon bekommen! Ich bin schon ein richtiger Trainer! Ich fürchte mich vor keinem Abenteuer! Ach, hallo! Mach dir keine Sorgen, es ist alles in bester Ordnung! Dann mach ich mich mal auf den Weg! Ich warte vor dem Labor auf dich, okay? Tschüss! Ja, red mal noch mit dir. Ja, also wie gesagt. Wir sind jetzt eigentlich schon ungefähr 1000 Stunden Pokémon später und ist nur so ein kleines Intermezzo gerade, um es nachzuholen. Steht gar keine Uhr drüben. Hat ja keiner gecheckt. Naja, wir scheißen nicht. Stimmt einfach nicht. Hallo, ich hab schon auf euch gewartet. Meine jungen Freunde, ich möchte euch hier erstmal vorstellen. Ich bin... Professor Eiche. Professor Eiche, wir kennen uns Eiche. Doch schon. Ja, Schoro, es ist mir durchaus bewusst, dass ihr euch noch an mich erinnert, aber ein denkwürdiger Tag wie heute verdient eine wenig Förmlichkeit. Also dann stelle ich mich zunächst noch einmal kurz vor, ich bin Professor Esche. Meine Forschungen befassen sich mit dem Ursprung der Pokémon. Ich gehe also der Frage nach, wie lange sie schon auf dieser Welt leben. Bisschen rumgehen. Oh, ihr habt eure Pokémon schon kämpfen lassen, das ist ja großartig. 1000 Stunden. Dann haben sie sicher auch schon den Vertrauen zu euch gefasst. Es sieht zumindest ganz danach aus. Übrigens, wollt ihr mal Pokémon einen Spitznamen geben? Ja. Ja. Ja, bin für Spanferkel. Nein, Spaneber. Ein ganz neuer Name. Spanferkel. So müssen wir die auch vorher genannt. Ja, ja. Spanferkel. Das ist schon okay. Ist schon okay. Das sehen wir jetzt nicht später. Ganz magisch. Automatisch kriegen. Außerdem heißen wir später. Das mit. Ja, verstehe, du bist Spanferkel. Ja. Bist du mit Spanferkel einverstanden? Mit wie? Spanferkel. Natürlich ist das zufrieden. Ja. Nein, das wird der. Das musst du dich nochmal vertippen, wenn es zu wenig. Verdammt! Ja, Mann! Oh mein. Verstehe, bist du mit Spanferkel Spitznamen einzuverstehen? Spanferkel, das heißt, das ist wirklich ein sehr schöner Name. Es gibt doch einen bestimmten Grund dafür, dass ich mich die Pokémon gegeben habe. Oh, Samer, das hat mir den Pokédex. Oh, Bamel! Oh, Bamel! Pokédex, oh Gott! Gut, richtig, Schau. Du hast schon viel über Pokémon gelernt. Trotzdem werde ich euch noch einmal erklären. Anstatt A drücke, weil ich schneller gehe. Oh, verarschst du mich? Ja! Ich meine natürlich! Jawohl! Oh, vielen Dank, Professor Esche. Eiche! Danke Ihnen, hat sich mein Großderwünsch erfüllt. Großderwünsch? Pokémon 3 zu werden erfüllt. Aha, erfüllt. Vielen Dank, Pokémon 3! Das war die Antwort, die ich hören wollte. Pokédex. Obama erhält Pokédex. Ich werde euch ja
niemals erklären, wie und wo ihr Pokémon auswendig machen könnt. Folgt mir dazu bitte zu Route 1. Oh, wie spannend. Route 1? Krieg ich ja gar nicht. Und warum bitte? Kann es doch eigentlich gar nicht falsch sein, wenn wir uns zusammen als Abenteuer stürzen, oder? Es ist doch nichts verkehrt daran, sich auf die Suche nach dem zu machen, womit man sein Leben verbringen will, oder? Ja, ganz genau. Wir können nach Belieben reiten, solange wir den Pokédex vervollständigen. Haufen. Los geht's, Human! Du blöder Wichser! Nicht den Mülleimer anschauen! Nein, nein! Nein! Nicht den Mülleimer! Nein! Ach Mann, da ist doch sowieso nichts drin! Also ihr werdet noch merken, Mülleimer sind ja, sind heilig. Nein, nicht immer der. Ja. Ah! Hey! Obama, warte auf mich! Das seid ihr ja! Und was, hat, also. Was ja. hat Professor Escher gesagt? Sie hat das letzte gebeten, den Pokédex zu vervollständigen. Das ist ja großartig! Nun ja, als ich gesagt habe, ich das schon vorher gewusst. Aber wie ist es denn? Bitte diese Karte mit. Kaufen! Ja! Nein! Also unser Typ sagt dir nie was, gell? Er kann immer nur ja, nein, kaufen, einkaufen und verkaufen sagen. Und tschüss eigentlich. Ja, tschüss, sagt er im Namen. Nein! Ja, mir bitte schön, Choco! Oh, ich werde so großfältig damit umgehen. Eiche? Ja, auch für dich, Ben. Vielen herzlichen Dank! Das Zimmer von Obama werden schon aufbauen. Macht euch bitte keine Gedanken. Geh, Obama. Frau Pokémon sind wirklich faszinierende Geschöpfe. Erstaunlich, wie diese kleinen Kälchen mit solchen Chaos veranstalten können. Das sieht man ihnen wirklich nicht an. Wenn jetzt solche Pokémon unterwegs ist, keine Sorge, ich werde direkt die besten Größe von mir ausrichten. Wir werden nicht nur Pokémon, sondern auch viele großartige Orte der anderen Region entdecken und zu uns freien Persönlichkeiten heranwachsen. Also dann, gute Reise. Oh, ein Blick auf die Karte verrät dir im Nu, wo du dich gerade befindest. Eine solche Sache, eine tolle Sache, nicht wahr? Eine solche Sache. Dann begeben wir uns mal auf Route 1, denn Professor Escher erwartet uns bereits. Augenblick, ich komme mit! Los, Obama! Wir sollten uns sputen! Nein! Kaufen! Verkauf! Obama, hier entlang! Nein! Oh, Belle, ich möchte, dass wir drei den ersten Schritt unserer Reise mit einem gemeinsam tun. Nein! Also, Obama, lass uns alle drei zugleich Route 1 betreten. Also, los geht's! Sieh, sieh. Eins, zwei, drei und los! Ah, es war zu schnell. Arschloch. Meine Güte, ich bin vielleicht aufgeregt, das kann ich dir sagen. Ja, so geht es mir auch. Ich habe... Lasst uns gehen. Aber lasst uns gehen, Professor Esche. Esche, warte. Du kennst dich auch das erste Mal so weit von ihrem Haus, oder? Tut mir ja, leid, dass du so verlassen. Auf uns warten musste, Professor Esche. So, jetzt will ich euch mal ein paar Dinge erklären. Wenn ihr ein Pokémon trefft, wird es automatisch in eurem... Freestyler. Pokédex angefügt. Ihr könnt Informationen, das Gewicht, die Größe, wenn ihr es fangt, sogar die Penislänge abfangen. Ihr könnt außerdem noch eine ziemlich genaue Beschreibung, wo ihr es teilweise finden könnt, falls ihr es noch nicht gefangen habt. Okay, reicht das? Okay. Nein. Genug Freestyle. Oh mein Gott, ein wildes. Bilitzer. Nagelotz. Nagelotz. Bilitzer war anders. Bilitzer ist es. Ja. Es gab noch irgendwas, die Pizza. Nee, geil. Pipochilla. Zeigt uns, wie man. Wir haben doch schon gekämpft, Euler. Wir haben auch schon 6 Pokémon oder 7. Nee, das 7. Nee, wir haben 8 inzwischen. 9 oder so. Nein. Ach doch, stimmt, mit Tampion haben wir 9. Und dann noch 2 Entwicklungen, also 11. Ja. Wenn wir dazu zählst. Mann, jetzt hast du voll gespoilert, dass wir später einen Tampion fangen. Ja, sie können sich ja noch sehr viele mit einem Tampion. Überlegt euch einfach mal den Namen und dann denkt nach, was es sein könnte. Ihr werdet allgemein sehen, alle Pokémon in dieser Edition. Genau, wir können jetzt einen spoilern. Stell dich mal vor, wie ein Gelatini ausschaut. Ja. Oder ein Unratytox. Unratytox sind echt gemeine Pokémon, muss man wissen. Habt ihr zwei genau zugesehen? Ich erkläre es euch nochmal Schritt für Schritt. Zunächst müsst ihr das Pokémon schwächen. Dann ja, ja, bla bla bla, ihr wisst das schon.
Yeah, Three Styler years straight from the top of your dome as I rock the rock the rock the rock the rock the microphone. Oh, wie der Pokémon taucht dann übrigens nur im hohen Gas auf. Also dann, ich werde mich auch noch mit Vanille aufmachen. Ja, ich habe auch eine. Schon um neue Pokémon zu kaufen, sollten wir in die nächste Stadt gehen. Einen Moment mal. Obama und Sharon, hört mal kurz her. Ich habe da nämlich eine tolle Idee. Jetzt lasst uns endlich hier, keine Wurzelschlange. Professor Reiche wartet schon auf uns. Menschenskind, wollt ihr mir denn gar nicht zuhören? Wir können doch wetten, wer von uns die meisten Pokémon findet. Nein! Es gewinnt dann draußen von uns dreien, wer einschließlich der Pokémon, die von Professor Reiche die meisten Pokémon verweisen kann. Das ist ja eine tolle Idee, so wäre sicher richtig spannend. Wir fangen uns rein. Und wenn wir dabei den Pokédex füllen, helfen wir obendrein noch Professor Reiche. Nein! Ach ja, wer seine Pokémon heilen möchte, bevor wir nach Vagina kommen, braucht nichts weiter zu tun, als sich da rein vorbei zu sein. Zu schauen. Mit sehr viel Freude, wenn das heute bin ich einfach nicht zu schlagen! Ah! Wieso kommen die da jetzt durch, ohne Pokémon zu sehen und wir? Nicht. Penis! Hat irgendwie auf YouTube schon einen Cut machen müssen? Ich weiß wann. Ich sag's nicht. Okay. Das sagt niemand. Also, man sieht einen Magilots, ein Biber. Ein Biber, ja, Magilots. Ich glaube, über das Pokémon haben wir uns damals nicht lustig gemacht, wie es aussieht. Nein, ich glaube, über das sieht einfach doch. Okay. Kaufen! Mein Gott, sieht das aus. Ja! Aua! Rat. Tschüss! Warum ist uns das nur aufgefallen, dass der eigentlich kein Wort sagt? Ja. Ich mache einen Charakter, setzt die Katze ein. Wir könnten es fangen. Also auf jeden Fall brauchen wir auch wieder. Und dann verschwindet es ganz plötzlich irgendwann aus unserem. Ja, das ist ein Durchfall gestorben. Ja. Klopf, klopf, wer ist da? Die Minecraft-Schaumstoff-Spitzhacke. Ja. Ja. Wird später auch noch jemand zum Einsatz kommen. Meistens für mich zu verprügeln. Ja. Oh, wir haben Blut erlernt. Super. Was ist das? Die haben wir noch bis. Haben wir, wo sind die da? Hä? Es ist voll schwer, jetzt nicht zu spoilern. Spoiler. 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 Ja. Ist auch so ein Spoiler. Oh, Mama. Oh, Bill, hallo! Also, Obama! Wollen wir vergleichen, wer von uns mehr Pokémon bei hier? Ja! Nein! Wo ist Vater denn hier auf dich? Ja, ich glaube ihn nicht. Also, wollen wir klicken, wer von uns mehr Pokémon bis hier? Ja! Verkauft! Wie bitte? 1 Million? Wenn du nicht noch mehr Pokémon fängst, dann wird sich dein Freund alleine fühlen. Oh, Mama, wenn du dich im Pokédex umschaust, wenn du im Pokédex nachschaust, kannst du übrigens die Anzahl der Baguettes überprüfen, die du bis jetzt gegessen hast. So, jetzt mache ich mich immer auf nach Vagina von Bell und dein Professor Reiche wartet bestimmt. Professor Reiche wartet, bis ich nach Vagina komme. Toto, wie geht's mir jetzt? Ich gehe mal schnell davon aus, dass ihr euch mit einem Pokémon inzwischen. Scheiße. Ich bin gerade im Pokémon Center, komm schnell vorbei in Auto und mach uns auf den Weg zum Pokémon Center. Sehr schön, dann bis gleich. Hast du jetzt einen Monolog geführt? Oh, ja. Ihr habt sie gehört, Freunde. Ihr werdet schon einmal vorbeigehen. Ich werde schon einmal vorbeigehen. Halt die Klappe. Halt die Schnauze. Okay, kurz Durchlauf. Ja, Alter, das ist das Pokémon Center. Gut. Ach nö, ach nö. Hallo, wir müssen die Russen auch noch besuchen. Wenn Pokémon unterwegs ist, folgt mir bitte, ich werde Ihnen diese Einrichtung zeigen. Wer kennt kein Pokécenter? Ja, Pokémon Center, hier fühlt sich. Das ist ein Markt und das ist Pokémon Center, kenne ich schon. Hey, komm mit! Das Pferd schon bei den vierten Pokémon Center. Hier werden eure Pokémon nur wiederbelebt. Kannst du euch keines kennen? Du wirst kein Maus auf Mama. Ich glaube, du musst ihm deine Pokémon geben. Hallo Trainer, wir teilen deine Pokémon. Wir teilen deine Pokémon. Ritsche, Ratsche, Ritsche, Ratsche. Okay, ich nehme jetzt deine Pokémon-Schiebe für einen Moment in meine Aufhut. Sieht erbärmlich aus, wenn er einen Pokéball drauf hat. Du schiebst sie in deine Aufhut. Ja.
wenn du weißt, was ich meine. Okay, dein Pokémon-Team ist in der Top-Welt und ich kriege als nächstes den PC. Pokémon ist das Lagersystem. Donner! Werden wir nicht einmal benutzen. Ja, aber ich kann sagen, wir werden nicht ein einziges Mal diesen PC öffnen. Ja. Auf dem Bildschirm steht jemandem das PC. Nein, Scheiße. Oh, auf dem PC steht jemand das PC. Wessen PC ist damit gemeint? Das ist eine gute Frage, weil es handelt sich dabei um den PC der Person, die das Pokémon-Leitungssystem entwickelt hat. Also dann, weiter geht's. Ich hab's euch noch was gesagt, weil das habt ihr nicht gehört. Hier. Das ist der Pokémon-Supermarkt. Hier könnt ihr nützliche Dinge kaufen. Kaufen! Ah, verkaufen! So. Nein! Die Grundlage. Als ich gehe zurück nach Avenin. Tschüss! Das müsst ihr noch wissen. Wenn ihr nach Orion City kommt, müsst ihr Vivian treffen. Sie ist eine Freundin von mir. Also macht's gut. Ich hoffe, eure Reise viel Erfolg. Irgendwie sowas. Was soll ich nur kaufen? Am wichtigsten sind natürlich Pokebälle und Tränke und Shoppen. Kaufen! Nein, wir wollen keine Briefe. Ganz viele Briefe. Tschüss! Eigentlich können wir jetzt jeden Scheiß kaufen, weil es nachher eh wieder. Ja. Oh nee, jetzt kommt mal. Oh nein! Los. Was geht denn da für den Nacktknopf vor sich? Janus! Keine Ahnung, lass uns das mal schleunigst unter die Lupe nehmen. Go! Let's go! Oh, Scherz! Da haben wir festgestellt, dass die eindeutig wie Obermeer! Komm schnell her! Obermeer! Oh, jetzt ist mein Einsatz. Das sind alles Russen, die von Team Plasma übrigens. Alles Russen. Hört mich an, mein Name lautet Jesus, G und Sis. Wie die Tonfolge. Ich spreche für Team Plasma. Ich bringe euch die frohe Botschaft von der Befreiung. Bitte, frohe Botschaft? Seit Anbeginn der Zeit leben wir Menschen in Eintracht Seite an Seite mit den Pokémon. Ganz im Sinne eines aufrichtigen Gebens und Nehmens. Zumindest halten die meisten das für die Wahrheit. Aber ich sage euch, diese Leute irren. Sie trinken nicht genug Wodka. Sie bauen Lügengebilde und schauen der Wirklichkeit, nicht in der Finsternis an. Scheiße. Habt ihr eure vermeintliche... Alter, aber nicht so schnell. Denn niemals hinterfragt, nie einer ernsthaften Prüfung unterzogen. Boshaftigkeit. Schlechthin verkörpert in jede sogenannten Trainer, welche die Pokémon in entwürdigender Knechtschaft halten. Wie sie ihre Leibeigenen bis in die späte Nacht hinein schinden und quälen. Sollte jemand unter euch der Ansicht sein, so spreche ich nicht die Wahrheit, so erhebe ich jetzt das... Oh, ich weiß nicht! Oh. Ich sterbe nicht, was die Stimme... Nein! Drum hört ihr, guten Leute, was ich euch zu sagen habe. Im Gegensatz zu vielen Menschen schlummern in den Pokémon gar ungeahnte Kräfte. Es gibt zahllose Dinge, die wir von ihnen lernen können. Nein! Und daher besteht kein Zweifel darüber, welches unsere Pflicht als Menschen... Kaufen! Hältst du mal den Mund. Soll das heißen? Pokémon ist nicht wahr. Wir sollen sie befreien? Ja. Nein! Das habt ihr richtig erkannt, ihr guten Leute. Wir Menschen haben die hehre Pflicht, die Pokémon von ihrem schmachvollen Joch zu befreien. Denn nur dann können sie sich in jener köstlichen Gleichheit und Freiheit leben, die ihnen von Geburt an zusteht. Denkt gut darüber nach, was zu tun ist, damit die Pokémon erstmals wahrhaft gleichberechtigt sind und mit uns leben können. Habt Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich gehe mit meinen Leuten Wodka trinken und wir bauen eine coole Formation. Ja, passt. Ist egal, wann. Jetzt machen wir, glaube ich, nicht. Ja, dann machen wir diese Rede eben. Ja, dann machen wir jetzt. Das ist jetzt gleich weiter so. Okay, wir sehen uns in der dritten Folge gleich.